denn für eine Strecke? Wir fahren hier los, fahren auf dem Rennsteig, fahren auf alle Fälle an der Werra-Quelle vorbei, würde ich sagen. Und fahren. Ganz hinten raus nochmal fahren. Das war eigentlich auch nicht schlecht damals. Also ja, da haben wir mit zu zweit haben wir da ganz schön die ewig lange Steigung, wenn wir da unten lang fahren wieder. Ich habe die Ginger dabei, weil der Lakota. Also ich würde zwei Strecken vorschlagen. Entweder fahren wir zum Turm hoch und machen die 180-Grad-Kurve und fahren durch die Kehle von oben runter, oder wir fahren unten an der Werra-Quelle vorbei und fahren die Kehle hoch. Ganz hinten hoch und links. Da haben wir hinten die lange Abfahrt, das ist schon eine Sache her. Wie du machst, fahr dir nachher. So, wir machen mal kurz, da gehst du auch mit Einweisung an dem Transporterschlitten, damit jeder weiß, wie man den dann zu steuern haben. Der Fahrer steht hier. Jetzt geht der Schlitten natürlich immer rüber und über, ne? Das heißt, einfach vom Gefühl her kurz ziehen, mit dem Körper mitgehen und versuchen, die Kufe vorne hochzudrücken und die hochzudrücken. Nicht zu stark, dass sich der Schlitten querstellt. Also da kriegt man dann nach einer Zeit lang ein bisschen ein Gefühl, dass man den immer in der Spur hält. Wenn wir jetzt eine Kurve fahren, angenommen, es kommt eine 90-Grad-Kurve nach links, ne? Dann müssen wir versuchen, rechts außen zu fahren, damit wir den größten Radius haben. Also wir drücken den also rechts rüber, fahren rüber. Jetzt ist das Gespann 14 Meter lang. Das heißt also, wenn das straff bleiben würde alles, würde der erste Hund rumgehen und wir würden 5 Meter innen drinnen. Das heißt also, vor dieser Kurve mache ich bergab den Schlitten schnell. Also keine Angst haben, der wird dann flott werden, dass ich die Leine ein bisschen entlaste. Ne, dann sind wir ja auch gesagt, immer noch auf der rechten Seite. Und wenn ich dann gesagt, zum Beispiel links, dann legen wir uns voll links rüber. Der Schlitten fängt natürlich durch die Geschwindigkeit an zu driften. Ne? Und kann sein, dass er dann irgendwo hängen bleibt. Wenn du da nicht hier weit genug drüben stehst und da bleibt hängen, kippt er um. Blub. Ne? Also drüben bleiben. Und ich mache dann auch, wir haben dann eine relativ hohe Geschwindigkeit. Und im Scheitelpunkt der Kurve versuche ich, bevor er driftet, hinten zu bremsen. Zack, dann stehen wir zwar im Scheitelpunkt der Kurve, die Hunde sind schon rum und dann fahren wir wieder neu an. Ne, dass also das alles sicher bleibt. Wir haben eigentlich nur zwei problematische Kurven. Das ist die rechts an dem Baum vorbei. Gleich hier vorne. Siehst du, der fängt ja dann an und geht so runter, ne, der Hang. Und dann ungefähr nach 100 oder 200 Meter kommt dann eine steile 90-Grad-Kurve. Da tue ich dich aber von der Sache her vorher sagen, wir fahren jetzt rechts und dann geht's von der Sache her links rüber. Wenn wir das dann haben, dann können wir selbstständig von der Sache her fahren. Dann kommt nochmal so eine Strecke, wo es ziemlich schräg geht. Dann will der Schlitten natürlich so 100 Meter lang, dann will der Schlitten wieder runter. Dann müssen wir eine Zeit lang so bleiben, dann radiert er natürlich ein bisschen, geht ja nicht anders. Ne? Ja. Ja. So, wenn du dann draufsteigst, dann, oder ich gehe mal runter und sag Stopp, dann gehst du immer, alleine wenn mein Befehl ist Stopp, mit beiden Füßen auf die Bremse und trittst runter, ne? Stopp. Richtig, bei Stopp. So, wenn ich dann wieder hintergehe, dann kannst du von der Sache her von alleine, wenn ich also hinten dran bin, gehst du von alleine schon mit einem Fuß runter, bleibst mit den anderen aber drauf. Und wenn ich dann sag Lauf, lässt es langsam nach oben. Ne? Ich habe hinten eine Bremsnadel noch. Die brauchen wir also nur, wenn ich jetzt einen Hund verwickelt habe, wenn einer scheißen geht und ich mache die Scheiße weg oder irgendwas. Ne? Ah, ich stopp, runter. Keine Angst haben, die ziehen das dann manchmal ein Stückle weg. Weg können sie nicht, weil ich bin immer noch in der Nähe. Und wenn irgendwas Größeres, setze ich hinten den Anker. Und der Anker und deine Bremse hält die dann fest. Na? Okay. Gut. Jawohl, die. Also hinten dran. Dann mit den hinteren kommen die Gurtzeuge. Hier werden sie am Hals befestigt. Gurtzeuge, Hund, Hals. Gurtzeuge, Hund, Hals. Da haben wir noch eine Neckleine, die können wir noch mal losmachen. Jawohl.
Und ein Leckerchen vorne fehlt. Habe ich hier. Achso, hast du. Ich habe zwei Stück dabei. Hier kommen die ins Geschirr rein und da sind die im Halsband? Genau. Und die ziehen also auch nur am Halsband? Oder nein, nur am Geschirr. Das Halsband ist im Prinzip nur da, wenn wir jetzt unterwegs fahren, Skifahrer, Hunde und sowas, andere sehen, so, das nicht. Dass die zusammenbleiben. Ne? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, bei uns privat durch den Wald fahren oder sowas, sind die an der Leckleine nicht fest, dass sie ausweichen können auch. Ne? Ah, okay. Wenn wir auch, wenn wir jetzt zurückfahren und fahren nachher durchs Gelände, mache ich die auch vom Hals weg, dass die einfach eine Möglichkeit haben, wenn gefrorene Pfützen oder sowas kommt, auszuweichen. Ja. Das ist eigentlich nur wichtig, wenn wir dieses lange gespannt haben, vorne kommt ein Hund oder irgendwas, dass die einfach nicht weg können. Sonst kann der, sagen wir mal, mit der Länge eigentlich so rüber, zählt ihn noch ein wenig rüber, dann hat er da 2-3 Meter Spielraum. Ne? Oder der Baum, einer will links am Baum fahren. Ja, genau, wie bei mir. Ne? Ich fahre da öfter ohne Neckline und habe da auch schon mehr oder weniger seine Erfahrung gemacht. Also ich fahre nur mit Neckline. Tierquälerei, die Neckline. Hier will ich alles verbieten. Wer will von euch Neckline, bitte melden. Das siehst du ein. Was ist das hier? Also das ist jetzt nur... Hier, komm neben den Spike. Kannst du festhalten? Max, Ruhe. Der kommt als nächstes rechts und dann bleibst du aber bei denen dabei. Alter, nimm ich. Stopp. So, du setzt dich auf den Schlitten. Du machst dir fest und passt auf, dass die zwei sich nicht in die Haare kriegen. Okay? Wenn sie sich aneinander knurren, dann flexst du. Gehst du auf den Schlitten? Okay. Hallo! Hallo! Stopp! Max! Pfui! Festhalten! Ja. Oben lassen? Nee, noch dicht hier. Bitte? Oben lassen. Lauf! Langsam und reinlegen. Okay, super gemacht. Oh. Erste heiße Teil haben wir schon geschafft. Ein bisschen links lenken dann, dass wir ein bisschen rauskommen. Links lenken, rüber. Du vorne irgendwas siehst, dass einer kackelt, dann sagst du einfach mir Bescheid. Ja. Kannst mal hier gut vorbeigucken. Ja, Waschaki, wir wissen ja, du bist der Größte. Meiner. Und wenn rechts lenken. Rechts lenken. Wenn wir rüberkommen, es kommt eine Kurve. So, und jetzt langsam. Sind wir in der Spur, langsam. Jawohl, jetzt auf der linken Seite bleiben, weil wir jetzt wieder eine andere Kurve haben. Okay. Waschaki. Links. Siehst du, hinten rechts, der bleibt immer im Trab, ne, der Woody. Mit seinem Lauf. Langstrecken.
vorne kommt die Harakiri-Kurve. Keine Angst haben. Rechts lenken. Sender, langsam. Und links. Super gemacht und lauf. Ast rein. Und vorbei und lauf. Lauf, Sender, lauf. 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 Ja, ja. Fein gemacht. Vorne müssen wir zwischen zwei Bäume durch. Cool, ja. Da kommen wir schon durch, aber dann geht es gleich wieder links rum und dann kommen noch mal zwei Bäume. Den müssen wir ziemlich rechts außen anfahren. So, bremsbereit sein und jetzt rechts. Oh ja, saugeil. Super, super. Und hier die Fahrprüfungsstrecke. Den alleine fahren kommst du nicht durch, hast keine Chance. Nee, nee. Alleine krieg ich den hinten, kriegst du den nicht gelenkt. Links! Fein gemacht, die Sender, so ist sie fein, jawohl! Ganz schnell. Oh, nicht viel weg hier. So, wir müssen jetzt schön außen rumlenken, weil ein Langläufer steht natürlich immer verkehrt. Ne, nee, rechts liegen hier. Und wir gehen links, ja. Das klappt schon. Und links, links. So ist fein. Jawohl. So ist fein. Hallo. Frisch gefahren hier heute. Leckt mich fett. Jawohl. Hallo. Meine Feinen. Kommt ein wenig eine Zickzackkurve. Leichtes Driften. Gut festhalten. Sender links. Und rechts. Und rechts. Rechts! So ist fein, jawohl. Fein gemacht. Fein gemacht. Links. Oh, ist fein, jawohl. Und stopp. So, einmal Marschallwechsel. Ich bin drauf, jawohl. Schnee wir haben hier. Ja. Sind denn ganz schneeweg? So. Gleich auf die Bremse drauf, sonst. Ja, bleib mal drauf. Okay. Schnell. Kalt. Jetzt wird's warm. Das geht aber noch. Oder hier ist die Eisstürme, ne? Das ist ja die Eisstürme oder irgendwas hin, ne?
fertig? Ja, was ist? Ja. So, drauf auf die Bremse. Gut, jetzt setzt du dich hin. Und hält die Schlitten einfach in der Spur. So, jetzt gehst du runter von der Bremse. Festhalten. Und lauf! Ein bisschen rechts rüber lenken. Mehr drücken, nach hinten ziehen den Handbogen und rüber drücken. Jawohl, siehst du, so geht er rüber. Waschagi, 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 stopp! Waschagi, lauf! Nee, komm. Oh, okay, kein Problem. Sind wir gleich ein bisschen Lehrausbildung mit, ne, für die Hunde. Dürfen die nicht überholen? Ja, ja, musst du beim Rennen geradeaus. Beim Rennen geradeaus. Beim Rennen hast du ja auch mal schon die Wege überholen, ne? Da muss der Hund einfach sich dran gewöhnen. Aber Schaki so ein bisschen, ne? Da guckt immer noch mal rüber, der kennt, dass er welche überholt. Okay, komm, vorbei. Schaki. Okay. Hallo. Okay. Und vorbei. Vorbei, komm. Jawohl, das auch. Komm, komm. Okay, vorbei. Happy. Okay. Happy. Hopp, hopp. Normalerweise bremst man ein bisschen ab, dass der vorbeikommt, ne? Sender langsam. Okay. Was ist mit der müden Truppe hier? Was ist mit deinen Hustensaftschmugglern? Wenn keiner mehr vorne weg wäre, ist nichts mehr, oder wie? Brauchst du einen Knut unten weg, ne? Okay. Der Happy zieht schon nicht mehr, die Leica fahren auch nicht mehr. Ja, warum nennst du nicht dann Happy? Holger! Den musst du umtaufen auf Frusti! Und vorbei! Was haben sie jetzt? Der Wellert. Hey, hey, hey. Na komm! Relativ einfach in einem Gespann herzufahren, weißt du? Das zieht natürlich die anderen an. Und wenn sie dann auf der gleichen Höhe sind, hören sie nämlich auf. Dann würde ich natürlich auch anhalten. Rechts rüber lenken, immer schön drüben bleiben. Ja. Eine Freisprecheinrichtung habe ich doch hier, guck. Da stecke ich das Handy unter den Helm und dann klemmt es drunter. Das war die Melli, die Mem, wegen der Vereinsversammlung heute Abend. Ja. Können wir unsere Ideen vorbringen? Aha. Dann Mem soll erstmal das ganze Zeug an uns abtreten. Schön rüberlenken. Kräftig, kräftig, dass wir immer drüben bleiben, dass wir nicht ab. Vorne rechts hoch? Ja. Würde ich sagen. Ja, genau, wegen der Pferde. Ja. Und dann aber auf der rechten Ski. Obwohl, ist der Pferdeschlitten heute da? Nee, in der Woche fährt er nicht. Und vorbei. Und vorbei. So macht er es fein. Rechts vorbei. Jawohl, Tag. Wenn du so Hauptskating-Strecken hast, dann machen wir unser Zeug halt immer weg, ne? Wegen die Skifahrer auch. Und wenn du so Nebenstrecken hast, dann ist es eigentlich wurscht. Ja, wenn man keinen Ärger haben will, ist es schon besser, ne? Ja, weil es ist. Ich bin selber Skifahrer, weißt du, das ist ja kein Problem, weil dann macht man es mal weg. Und deswegen fahre ich meistens am Anfang auch diesen Waldweg da entlang, wie wir vorhin gefahren sind. Weil wenn sie da mal kackern, da ist wurscht, ne? Aber hier soll immer so dann. Fein läuft die Sender, die schicke, meine gute Feine. Jawohl! Oh, super! Wunderbar, Schaki läuft wieder wie ein Pferd hier hinten links. Ganz edlen Tritt. Und der Woody auch. Ja, Woody, bist du auch ein Feiner, ne? So, jetzt fahren wir ein bisschen rüber, nach links ein bisschen rüber. So. Und rechts, rechts. Sauber, fein, jawohl. Einlauf. Eingemacht, Sender. Eingemacht und geradeaus. Fein. Eine Sender, jawohl. Super. Bitte? Immer eine Pistenkatze ist hier. Ja, also hier um Wasserberg fährt die oft.
Aber selten eigentlich, dass er darüber nach Waffenrot fährt. Aber wahrscheinlich, was haben wir heute, Montag? Nee, Freitag. Donnerstag. Ich bin völlig nebenaus. Weil wir 7 Tage die Woche teilweise Schlitten fahren, außer gestern, am Geburtstag. Hat meine Frau noch gesagt, da trägst du mal Ute ein. Ich sage, nee, ich fahre doch da Schlitten. Ich habe da Geburtstag. Ich sage, okay. Links. Und fein Sie, fein arbeiten, Sender. Komm, fein. Hallo. So, ne, jetzt sind wir, dann wenn wir nachher oben sind, sind wir knapp auf 800. Oder noch ein bisschen höher, 120. Spike geht gerade, tu mal die Ginger auf ihren Platz. Ja. Schön, dass das so funktioniert mit dem Nebeneinanderlauf, ne, eigentlich. Vor allen Dingen, weil jetzt will man nur noch probieren, wie das bei uns mit dem Nebeneinanderfahren ist. Oder ich schubse dich vom Schlitten fest. Komm, auf geht's! Rein die Sender! Will er rechts lenken? Jawohl, super! Der Max sieht aus, gell, wie als ein Kunde, gell? Rechts um, rechts um, rechts um, rechts, rechts, um. Okay, fein gemacht habt ihr das. Jawohl, Sender, Spitze. Ach, die Sender macht den Husky. Die schicke, hä? Fein. Du sollst ruhig sein, alter Opa. Machst denn du, Sender? Ach, den Husky, ja. Ja, ja, ja. Ja. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Gut festhalten. Und rechts. Jetzt geht's in den Canyon. So, jetzt musst du gut lenken hier. Hier geht's zur Sache. Auf geht's, Bub! Gut lenken, jawohl, super. Gerade hinstellen und ein bisschen eher reagieren. Jawohl, das hast du ein bisschen mehr Gewalt. Das ist der Rennsteig hier, der Fußgängerrennsteig. Und rüber wieder. Jawohl. Der führt dann auf den Fahrradrennsteig. Und lauf schnell! Auf geht's! So, jetzt müssen wir gut links halten hier dann, dass wir da nicht in den Graben rutschen. Jawohl! Super! Rechts lenken und links. Fein gemacht.
nach rechts. Sonst kriegst du, jawohl. Okay. Ah, hast schon wieder nicht mit. Was? Absteigen. Fahrschein. Den habe ich nicht dabei. Waschaki, das ist eine Dame. Das ist eine Dame. Ja. Und von dem Knut und von dem Max, ne? Laufen die Eltern hier mit dem anderen gespannt. Die Wacherquelle müssen Steg out aufbauen hier, das können wir auch. Darf ich aufstehen oder? Ja, wenn sie drauf sitzen, stehen bleibt, dann ist kein Problem. Ich hol dir. We'll be right back.